everybody, my name's Kati and my English is not the yellow from the egg. Ja, ihr Lieben, so schaut's wirklich aus. Auch wenn man immer denkt, dass Englisch eine sehr leichte Sprache ist, ich komme in meinem Beruf immer wieder drauf. Es gibt viele Fachausdrücke. Wow, schlau, Kati. Mein Englisch ist echt manchmal katastrophal. Was mir da schon passiert ist, mehrmals im Beruf, erzähle ich euch jetzt. Vorneweg, ich habe schon mal ein Video gemacht, wo eben diese Sprachfails von den Kunden gekommen sind. Das werde ich euch jetzt auch verlinken. Aber jetzt geht es eben darum, mal, was habe ich denn schon so an komischem Englisch verzapft? Naja gut, beim ersten Mal war es so, da habe ich eine Führung auf Deutsch gehalten über die Geschichte Wiens, aber es waren auch englischsprachige Kunden dabei und die haben halt mit so einem Audioguide dasselbe gehört, was ich gesagt habe, nur halt auf Englisch natürlich, und denen ist der Audioguide ausgefallen. Und dann habe ich halt spontan ihnen das übersetzt, was ich gerade gesagt habe, und mir sind die Wörter nicht mehr eingefallen, teilweise. Da ist es nämlich darum gegangen, dass die Osmanen ja 1683 vor Wien gestanden sind, Wien belagert haben. Sie haben es allerdings nicht geschafft und sind dann wieder abgezogen. Und mir ist nicht eingefallen, wie man das sagt auf Englisch. Und dann war ich so, yeah, you know, they were in front of the city and they attacked the city, but it wasn't successful and then they had to leave. You know, they went home. Ja, they went home, extrem professionell, wenn man das so sagt. Aber okay, mir ist halt besser eingefallen. Soll Schlimmeres geben. Ein anderes Mal war es dann so, dass ich gerade über Mozart gesprochen habe. Mozart ist ja auch hier in Wien gewesen und da kommt dann ja immer die Frage auf, woran ist Mozart denn gestorben? Auch seine Kinder sind ja schon sehr früh gestorben und ich wollte dann den Leuten sagen, dass ja damals Krankheiten schlechter behandelt werden haben können als heute. Ganz gefährlich, besonders für die Kinder, waren die Pocken. Und das wollte ich denen halt sagen. Jetzt habe ich weder gewusst, wie man Pocken sagt, noch wie man Impfung sagt. Aber ich habe mir das selber reingeredet. Ich habe nämlich gesagt, the problem was that at this time the medicine wasn't as good as today. The doctors didn't know so many things as they know today. And there was this sickness, this illness. That one was a big problem in the city and in the 18th century. It was the, well, I don't know the word, but today we have, I don't know that word either, you know. Und dann habe ich ihnen so gedeutet und wollte ihnen damit sagen, dass man heute Impfung hat. Oh mein Gott, das war so peinlich irgendwie. So, was ist mir dann sogar noch ein drittes Mal passiert? Da habe ich eine Führung gehabt für Spanier. Und dann war das aber so, das war eine spanische Studentengruppe mit 5 Professoren. Und dann kommt schon so eine kleine, süße, ältere Professorin auf mich zu und labert mir einfach mal auf Spanisch voll. Und ich kann kein Spanisch. Das Einzige, was ich auf Spanisch sagen kann, ist No hablo español. Ja, und jedenfalls hat sie dann halt irgendwie gesagt, ay, no español! Und redet einfach auf Spanisch weiter und ich habe dann halt die Studenten angeschaut, halt so, Hilfe! Und die Studenten haben dann übersetzt. Alles, was ich in der Führung gesagt habe, haben die simultan übersetzt auf Spanisch. Und zwar 5-mal, weil es waren ja 5 Professoren dabei. Da war das so ein riesiges Chaos, riesiges Tohuwabohu. Ich bin da ein bisschen rausgekommen, weil immer diese Hintergrundgeräusche waren. Und mit der Gruppe war das aber auch extrem lustig, weil ich habe dann halt versucht, irgendwie die Führung auf Englisch so gut wie möglich zu machen. Mir sind trotzdem ein paar Ausdrücke nicht eingefallen. Und dann habe ich das halt auch immer so pantomimisch dargestellt. Und die haben voll mitgeraten. Und das haben die aber auch lustig gefunden. Und dann war das eine extrem witzige Führung. Also das war ein Pluspunkt. Ja, eine andere Geschichte hat aber auch was eben mit nicht deutschsprachigen Leuten zu tun. Wie gesagt, man kann sich ja Audioguides holen in den verschiedenen Museen. Und ich habe halt gerade denen erklärt, was sie da machen müssen. Und interessanterweise ist immer dasselbe Problem. Bei diesem speziellen Audioguide war es nämlich so, dass der von alleine angesprungen ist.
Ich habe ihnen erklärt, ich habe die Sprache schon eingestellt. Sie können auf der Seite rauf und runter die Lautstärke drücken, aber ansonsten müssen sie nichts machen. Ich habe ihnen gesagt, don't press anything. Und die Leute haben das einfach nicht verstanden. Immer davon ausgegangen, dass sie irgendeinen Startknopf drücken müssen und haben dann immer den Startknopf gesucht. Und da waren ja auch mehrere Knöpfe drauf, aber für unser Programm hat man das nicht gebraucht. Und dann haben sie gesagt, so, when I enter, I press the green button. Und dann ich so, no, you don't have to press any button. Don't press anything, it starts automatically. Und dann die Leute so, yeah, but to start, what do I press? Number one? Und ich so, no, don't press anything. Und es hat nie funktioniert. Und die Leute sind reingegangen und haben dann irgendwas gedrückt und haben dann immer den Audioguide verstellt. Weil wenn man bei uns die Zahlen gedrückt hat, ist eine andere Sprache losgegangen. Und dann haben sie irgendeine andere Sprache plötzlich gehabt und haben dann wieder zurückgehen müssen und Audioguide wieder umtauschen. Und warum ich das jetzt eben erzähle, das ist so oft passiert. Vielleicht wisst ihr ja, warum das so unverständlich ist, wenn man sagt, nein, don't press anything, no, nix, nada. Also das hat nie funktioniert. Die Leute wollten immer irgendwas unbedingt drücken. Warum? Weil Menschen gerne auf Sachen rumdrücken. Das ist so. Ich bin auch ein sehr taktiler Mensch. Ich muss auch immer alles angreifen. Aber da hat man dann ein Problem als Museumsmitarbeiter. Vor allem, wenn es ständig passiert. Ja, das waren die paar Geschichten von heute zum Thema Sprachprobleme. Auch von mir selber eben wieder mal verursacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch bitte ein Like da und ein Abo, würde mich sehr drüber freuen. Und naja, dann sage ich schönen Tag euch heute noch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!